Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ich bin der Baum und ihr dürft euch jetzt wieder hinsetzen. Falls ihr wirklich die ganze Zeit gestanden habt, ihr habt heimlich geschummelt, ja? Ihr habt gewartet, bis heute die Folge rauskommt und dann... Was hatte ich am Ende der letzten Folge gesagt? Keine Ahnung, ist egal. Ich will ihn hier nochmal kurz anquatschen. Ich weiß, dass ich mich nicht einmischen sollte, aber Alfred macht sich langsam Sorgen. Wenn Sie über etwas reden wollen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Ja, ich versuche gerade mit dir zu reden. Wenn Sie mir diesen Kommentar erlauben, Mr. Wayne, der neue Anzug sieht sehr apart aus. An mir sah er natürlich besser aus. Ihr junger Nachahmer ist allem Anschein nach überraschend gut ausgerüstet. Es wirkt fast so, als beruhe sein Anzug auf einem meiner früheren Entwürfe. Okay. Ich erinnere mich noch daran, als dies das Büro Ihres Vaters war. In all diesen Jahren hat es sich nicht verändert. Sie andererseits... Guck mal, so nette Details wie diese Schmierspuren auf dem Tisch, das gefällt mir, dass die Reflexion nicht perfekt ist. Ah, das ist echt toll, kleine Kratzer und so, aber wenn du raufguckst, sieht er wieder blank poliert aus. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich Clara erlaubt habe zu bleiben. Ach, okay, das hast du schon gesagt, ja. Ich werde mir die Clara mal angucken, wo ist sie denn? Da kann ich nicht widersprechen. Da drüben, sie schläft. Es ist keine gute Idee, im Batsuit rauszugehen, wenn Lucias Assistentin noch da ist. Kann ich mich nicht umziehen? Dann stecken wir den halt hier rein. Ich will mal kurz... Vielleicht können wir eine Runde als Bruce... Oh, was ist denn hier noch alles drin? Warum darf ich mich nicht ausrüsten? Hä? Was war denn da gerade? Achso, mit ihm wieder reden. Kommentar erlauben, Mr. Wayne, nee. Ihr Anzug sieht sehr apart aus. An mir sah er natürlich besser aus. So, wo wollen wir denn hin? Warte, halt, da drüben? Was genau will ich jetzt eigentlich machen? Wir haben irgendwas... Wir können jetzt irgendwas abhören? Ich soll doch aber wieder rein. Ach, natürlich. Der Schreibtisch hat ja auch noch eine andere Seite. Wie gefällt Ihnen der neue Wagen, Mr. Wayne? Der Kampfmodus war anscheinend sehr nützlich. Boah, schon wieder. Identität bestätigt. Was für ein Flatscreen ist das denn? Mr. Wayne. Ich dachte, das wäre ein Hologramm. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Scanne Funk nach Stimmmusterübereinstimmung. Wo ist er wohl? Position bestätigt. Hm. Ich hab's. Der Knight sendet aus dem Miyagani-Tunnel-Netzwerk. Das ging ja schnell. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sagen Sie mir, worauf wir uns konzentrieren sollen. Ich sag doch, unser Wagen kriegt noch ein Upgrade. Batmobil-Verbesserung auswählen. Ich darf mich entscheiden. CPU-Virus? Waffengenerator? CPU-Virus? Das wird Ihnen gefallen. Habe ich selbst programmiert nach diesem Angriff heute Abend. Der Drohnenvirus übernimmt die Freund-Feind-Zielerkennung der Panzer und lässt sie sich gegenseitig anvisieren. Ein Upgrade des Waffengenerators lässt sie die Sekundärwaffen des Batmobils überladen. Schlagkräftige Argumente, Sir. Nee, dann doch lieber, dass die sich gegenseitig abballern. Das wird Ihnen gefallen. Habe ich selbst programmiert nach diesem Angriff heute Abend. Ich melde mich, sobald es fertig ist. Falls Sie noch etwas brauchen, ich bin die ganze Nacht hier. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich die Stadt nicht verlassen. Ja, und das scheint wirklich einer der sichersten Orte zu sein. Mr. Wayne. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich weiß richtig. Ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir. Aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sie ihnen ohne das Batmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung werden. Wahnsinn, wie weit man hier gucken kann. Wie riesig die. Ich sehe alles. Und auch, auch den Rauch von Firefly und so weiter. Echt schick. Was ist mit Kingston im Gange? Ach, keine Ahnung. Komm, los geht's. Oh, das ist der höchste Punkt der Stadt. Nicht mal dieser komische Turm da drüben kann da mithalten. Und die Stadt sieht so... Die ist so bunt und so zusammengewürfelt. Und los geht der Aufstand. Es läuft immer gleich. Erst ist es ein großer Spaß und dann kommen irgendwelche Leute mit ihrer tollen Ausrüstung, nehmen das Ganze zu ernst und verderben uns den Spaß.
Sag mal, gewinne ich gerade noch an Höhe oder täuscht das, weil die Gebäude alle kleiner sind als der Wayne Tower? Ach, es ist so schön. Hier oben ist niemand, der ihn umbringen will. Sehen wir uns die gesprengte Fabrik an. Los! Oh oh. Ich sollte mir wirklich das Bettmobil nochmal ranholen, bevor ich da lande. Da waren wirklich eine Menge Panzer. Da oben ist schon wieder eine Riddler-Herausforderung. Aber ich will jetzt ein bisschen Action. Batman hat bei Ace Chemicals also den Tag gerettet. Sehr gut. Das heißt mehr Beute für uns. Ach, guck mal. Ja, okay, die werden wir ein bisschen überraschen. Ivy und Scarecrow haben sich wohl in die Haare gekriegt. Ich glaube, er wird... Kontakt, schwerer Feindkontakt, außerhalb des Tunnels. Empfehle sofort den Rückzugsraum. Nein, ich erinnere mich. Ah! Das ist echt schwierig hier zu treffen. Ah! Huhuhuhuhu! Hupsa. Der ist weg. Wow. Das Dodgen ist so nett gemacht. Na. Bam. Bam. Hupsa. Bist du der Letzte deiner Art? Ich glaube ja. Damit hätten wir's. Status-Update. Panzer am Eingang ausgeschaltet. So viel zur Überraschung. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu. Alfred, der kleine Hobbyhacker. Gebt uns Oracle zurück. Noch eine Brandschutztür. Öffne sie für mich. Herrje, Sie haben mich aus dem System geworfen. Sie wissen wohl, dass Sie hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Ich habe ja auch gerade einen riesen Tamtam gemacht. Okay. Fucking Knight. Einen anderen Eingang. Willst du mich rollen? Was denn für einen anderen Eingang? Boah. Was ist Batman? Er hat einen verdammten Panzer! Oh Gott, bring uns hier raus! Okay, das Spiel sagt, ich soll hier hin. Ah! Aha, hätte ich dich doch fast übersehen, mein Freund. Da haben wir den Eingang. Wahnsinn. Und ein guter alter Gordon Freeman-Manier durch den Lüftungsschacht. Na, das ist alles andere als Gordon Freeman-Manier hier. Irgendwelche Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ja, yeah, ja. Yeah. Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Sie ist in Sicherheit, ja? Keine Sorge, Tim. Such einfach nach dem Gegenmittel. Der Batman, der lügt ja. Der lügt ja. Sollten wir ihm vielleicht verraten, dass Barbara querschnittsgelähmt ist? Oh, Bats, wie wunderbar. Ich verstehe aber, warum du es dem alten Jimbo nach seinem hysterischen Anfall nicht gesagt hast. Gelache im Hintergrund. Was ist das für eine Zelle? Das ist ja richtig eine Zelle. Die ist auch schon gut verstaubt. Wenn du dich auch so um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht gar nicht erst entführt worden. Ja, aber ganz ehrlich, Hacken hätte sie auch von außerhalb der Stadt machen können. Ich verstehe nicht, warum sie hier drin geblieben ist. Das war in der Tat ziemlich dämlich. Ihre Liebe steht unter keinem guten Stern. Wie bei uns beiden, Betsy. Und dein Kreuzzug reißt sie auseinander. Du, immer wieder du, immer wieder du, immer wieder du. Mein Kreuzzug. Also nochmal. Barbara wurde entführt und wollen wir ehrlich sein, sie ist wahrscheinlich tot. Ach Quatsch. Du lügst den Wunderknaben darüber an und der gute alte Jim zieht allein los, um den Tag zu retten. Was auch sehr dämlich ist. Wir sind heute alle sehr dämlich, habe ich das Gefühl. Okay, lieber Seilwerfer, zeig mal, was du kannst. Ist das der beste Tag deiner Karriere, was? Betrügt dich etwas?
Oh Gottchen, wie bist du denn hier hingekommen? Was ist denn das für ein Knopf? Brauche ich da etwa einen ferngesteuerten Batarang? Detektivmodus ist nicht schlecht, ja. Komm schon, lass Robin davonziehen. Du kannst ihn nicht für dein Heilmittel schuften lassen. Der macht die Tür auf. Da ist das Ding. Zudem, wenn er da draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von... Barbara erzählen. Win-win. Bestechende Logik, oder... erstechende Logik. Ja, nee. Beep-boop. Glaubst du wirklich, er wird deine Jokeritis heilen? Ha, vergiss es. Jokeritis. Chronisch, Brucey. Ich bin immer da. Wir wissen doch, für mich gibt es keine Heilung. Krieg ich das auf? Nee. Ich hoffe, den Weg muss ich nicht nochmal zurückgehen. Er ist ganz schön umständlich. Weißt du noch, als es ganz einfach war? Früher, als es nur dich und mich und den ständigen Krieg gegen das Verbrechen gab. Tja, schau dich um, Bats. Dinge ändern sich. Jetzt gibt es nur Krieg. Mit dir mitten im Zentrum. Es ist schon wahr. Ich locke einfach immer mehr kriminelle Idioten an, die sich darin profilieren wollen, dass sie mich umbringen. Natürlich gibt es Kriegverluste. Ist unvermeidbar. Unabwendbar wie der Tod. Na, nicht ganz. Ich bin ihm ja schon oft von der Schippe gesprungen. Aber so ein Glück hat nicht jeder. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass er wieder lebt. Das ist ja alles das, was wir uns ausdenken im Kopf. Wir glauben ja, wir sind der Joker. Wir sind nicht wirklich der Joker. Also ich meine, oder was? Erinnerst du dich an Talia? Natürlich tust du das. So eine Braut. Quatsch. Hab ich den nicht ausgewählt? Nur eine Kugel und dort waren deine Hoffnungen auf ein Happy End. Hep. Du gibst mir die Schuld, aber du irrst dich. Das Lachen im Hintergrund. Hey, wo kommst du denn her? Du hast sie vor mein Fadenkreuz gebracht. Klar. Sie hat sich keinen Gefallen getan, aber du warst es. Weißt du, die Leute vertrauen dir. Sie glauben an dich. Sie folgen dir in deinen Krieg. Und du wirst sie alle umbringen. Soll ich da jetzt wirklich runtergehen? Ich finde, das ist eine ganz schlechte Idee. Oh Gott, kann ich irgendwie vorher nochmal speichern? Was mache ich denn hier gerade? Aber der Weg führt mich schnurstracks hier hin. Gerät, kann ich das mit einem Batarang kaputt machen? Ich muss einen Weg finden, das Batmobil herzubringen, bevor ich angreife. Ja. Indeed. Aber dazu muss ich das Tor aufmachen und das schaffe ich doch. Wie schaffe ich das denn? Oder kann ich mich hier einfach lang schwingen? Alter Schwede. Was ist los mit dir? Halt's Maul! Kann. Woher hat er den ganzen Kram? Hat er einen Militärstützpunkt überfallen? Ist er reich? Das Zeug sieht teuer aus. Das sind alles Einzelanfertigungen, um diesen Batman zu erledigen. Ich raff's nicht. Ist doch nur ein Typ. Du warst im Briefing, oder? Nein, hab ich wohl verpasst. Tja, ich war da. Er ist gut. Verdammt gut. Aber eine Armee. Für einen einzelnen Kerl? Das dürfte einfach werden. Das ist der Plan. Ich habe jedenfalls lieber zu viele Waffen als zu wenige. Hey, Bats! Siehst du die Kerle? Denken, ihnen gehört Gotham. Was machen wir dagegen? Kaputschlan! Alles kaputschlan! Kurz und kleine. Was ist losgegangen, als er sie gepackt hat? Ninja-Stangen. Was weiß ich, wie die heißen? Sie hat damit Leute verkloppt. Ich glaube nicht, dass man die Ninja-Stangen nennt. Ist doch egal, wie die Dinger heißen. Wir werden sie nicht töten. Scarecrow will sie lebend. Oh, okay. Wer ist das denn? Hat er jetzt extra ein paar Mal daneben geschossen, nur damit er uns eins in die Fresse hauen kann? Du gehst nirgendwo
dreifach verwebt, titanbeschichtet, gepanzert. Recht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießen muss. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es hier getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. Was passiert denn jetzt gerade? An mir kommst du nicht vorbei! Wer bist du denn? Oh, ich hab's Kontern verpeilt. Keine Zeit! Oh Gott, das wird gefangen, zurückgeworfen, verdaut's, gekontert. Bam, alle, die am Boden liegen, sind raus aus dem Spiel. Zack. Was wird das denn? Zack. Bam, Betäubung. Oh Gott, seid ihr viele, wumpsig. Hepp. Oh, fuck. Epsa, gekontert. Oh, krass aus der Luft geholt. Bam, Umgebungsausschaltungsgedöns. Geht grad nicht. Kriegt das grad noch alles auf die Reihe? Fuck. Da hast dich aber geschnitten, Junge. Und weg mit ihm. Sehr schön. Hey ja. Hoppa, Betäubungsschlag und rat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 
Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.